Ho, zu einem neuen Part von MK8. Oh, wow, wow, wow. Wir sind im 17. Part. Also 6 plus 6 sind 12. Und dann hier 13, 14, 15, 16, 17. Wir fahren Baby Rosalina. Und mir ist aufgefallen, diese Mode-Roller, der ändert sich bei jedem Charakter. Das ist cool. Okay, wir sind jetzt bei Baby Rosalina und schau mal, was zu ihr passt. Vielleicht irgendwas mit Sternen oder so. Irgendwie für den Bärchenbolide ganz süß für sie. Normale Räder. Vielleicht auch irgendwas Blaues. Standardblau und sie bekommt den Wolkenschirm. Und wir müssen erstmal beim Warten zuschauen. Das macht uns aber jetzt nichts. Denn ich kann euch ein bisschen was erzählen, es sind ja fast nur Deutsche und wie viele Bayern sind da? Das ist ja cool. Cabanossa, Cabanossi. Alle aus Bayern oder Belgien. Interessant. Oh, auf jeden Fall will ich euch erzählen, dass ich jetzt erstmal nicht in 200 CCM fahre, weil ich da noch nicht so gut bin. Ich fahre jetzt, ohne aufzunehmen, öfters mal in 200 CCM. Aber ich bin halt nicht so gut in 200 CCM und ja, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und was macht denn der Kerl da? Interessant. Ich weiß natürlich nicht, in welche Runde sie jetzt sind. Aber schauen wir mal zum ersten. Taki. Ist er fertig? Immer noch nicht. Ach, das ist ja schlecht. Dann sehen wir uns, wenn das aus ist. Okay, wir sind wieder da. Animal Crossing Dorf und so weiter. Können wir fahren? Wir fahren natürlich Animal Crossing Dorf. Weil ich hab's euch ja schon gesagt, im Video vor 2 Wochen, heute vor 2 Wochen, kam ein Video, wo ich alle neuen Strecken, alle neuen Fahrer und alle neuen Karts gezeigt habe. Und in der Strecke, die ich ausgewählt habe, Animal Crossing Dorf, gibt's 4 verschiedene Jahreszeiten. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, dass ich, wenn die Strecke kommt, dass ich die auswähle, weil sie erstens was Besonderes ist. Ich sie zweitens sehr gerne mag. Und weil sie verschiedene Jahreszeiten hat, was ich extrem cool finde. Hallo. Ja, ich mag es gerne, solche Strecken, die so verschiedene Möglichkeiten haben. Und wieso wollen wir Sonnenflughafen fahren, wenn wir Animal Crossing Dorf haben? Ich meine, ich habe nichts gegen Sonnenflughafen, aber... Wir fahren Wilder Wipfelweg. Ja, auch gut. Ist ja auch okay. Wilder Wipfelweg ist auch eine neue Strecke. Und es sind immer noch so viele Bayern dabei. Bin ein bisschen anstrengend hier. Bin ja der schlechteste Hauptbayer hier. Hört das Zwitschern der Vögel, sehr wunderschön. Wir standen senkrecht an einem Baum. Alle Infos zu den Strecken könnt ihr sehen in dem Video vor 2 Wochen. Also geht am besten auf meinem Kanal und schaut dort einfach. Wow, what the fuck. Geht ein bisschen zurück und dann könnt ihr es euch anschauen. Oder in die Playlist könnt ihr schauen, in die MK8 Playlist. Einfach die Playlist, wo alle Videos von Mario Kart 8 sind. Egal, ob ich sie von der Wii U hochgeladen habe. Also welche ohne Kommentar. Oder solche Videos, die Mario Kart sind, aber nicht online. Oh, what war das denn? So, weg mit dem roten Bonzer, den kann ich jetzt gar nicht brauchen. So. So, wir fahren der Baby Rosalina. Meiner Meinung nach auch unnötig. Aber, boah, ich finde eigentlich alle Babys unnötig. Wie ich schon mal gesagt habe. Okay, der hat auch Pilze. Nimm das dir mal vor. Kurve hier ist schon krass. Falsche Richtung. Also, ich hab's nicht so ganz mit dem Driften. Ich weiß auch nicht. Aber jetzt können wir vielleicht die Abkürzung fahren. Die da links ist. Ja, yeah, wow. Knapp war's mit dem Kugelwilli von dem Ami. Krass. Hui. Das
Wir sind Sechster, aber es gibt nur 10, also wäre schon besser, wenn wir noch ein bisschen besser wären. Ach, jetzt kommt auch noch ein Kugelwili, was ist das denn? Ich will jetzt eigentlich nicht überholen, weil der... Ja, gut, schießt den ab, wunderbar. Super, genial. Jetzt sollte ich eigentlich keinen mehr vorbeilassen, weil ich grüne Panzer habe. 3 Stück an der Zahl. Nein, du... Alter, schade. 5. Naja, nur weil der Kugelwilli jetzt noch am Schluss vorbei ist, aber 5 von 10 ist ja eigentlich ganz gut, oder? Das erste Rennen nun vorbei. Ja, Baby Rosalina freut sich. Ich freue mich auch. Alles cool. Dann machen wir gleich das nächste Rennen. Welches wird es denn sein? Vielleicht wie ein DLC? Nee, nicht wirklich. Boah, ich mache die Strecken alle nicht so gern. Ich mach mal zufällig. Vielleicht kommt ein DLC. Und was ist das denn für ein gruseliger Geselle? Du heißt... Ja, okay, der Name ist auch jetzt nicht so einladend. Habt ihr ihn gelesen? Dieses böse Wort. Die beiden bösen Wörter mit F. Und Y. Ich kann sie nochmal machen, so hier. Ah, die Kanadier, jo. Die fahren alle mit. Wenn ihr euch mal selbst sehen solltet, warum auch immer, dann kommentiert's einfach, dann freue ich mich. So, welche Strecke bekommen wir? Eine zufällige. Oh ja, Marios Metro, eine DLC-Strecke. Das freut mich jetzt wirklich, weil ich DLC-Strecken sehr gerne mag. Und die Strecke mag ich auch sehr gerne. Ich habe schon gesagt, dass ich es ein bisschen blöd finde, dass die Strecke Marios Metro heißt, weil alles Mario ist. Marios Piste, Marios Metro, alles Mario. Voll blöd. Marios Schloss oder so. Keine Ahnung, was ich... Das sind Yoshis, mag Yoshis. Ah, verkackt. Aber ich hatte auch keinen guten Start, deswegen soll ich mal ruhig sein. Uiuiui. Das DLC könnt ihr euch immer noch kaufen, ne? Und wenn ihr das erste DLC noch nicht habt, dann kauft euch doch beide in einem. Der Vorteil ist, dass dadurch, dass man beide in einem kauft, dass man dann 8 verschiedene Yoshis und 8 verschiedene Shy Guys bekommt. Das ist echt eine gute Sache. Ihr habt gerade auch einen rosanen Yoshi gesehen. Den kann man dann auch fahren. Boah, Double. Sehr gut. Und noch einmal so. Perfekto. Vor der mit den Bananen kommt, will ich ein bisschen abhauen. Vielleicht so. Sehr gut. Ach, jetzt habe ich Feuerbälle. Ich hätte gedacht, ich hätte irgendein besseres Item. Aber egal, ein bisschen spammen. Immer diesen Spammer, Alter. Diese reden doch echt auf. Tun sie mich halt wirklich. Deswegen spamme ich auch. Wir sind eigentlich ein guter Platz gerade. Also ich freue mich gerade, dass wir ganz gut liegen. Scheiße, das war so klar eigentlich. Such dir den aus, wen du treffen willst. Roter Panzer. Was eine Banane einfach ausmacht. Und jetzt werden wir auch noch... Alter, was? Ohne die Banane wäre ich jetzt immer noch 3. Und jetzt bin ich 11. Ja, so ist Mario Kart. So ist es. Wie man echt lieb wird hast. Ich liebe es. Aber manchmal gibt es auch solche Momente, wo man Letzter ist. Ohne Scheiß. Bin ich ernsthaft Letzter? Alter, komm, das lassen wir jetzt echt nicht gefallen, dass ich Letzter bin. Ich wurde noch nie Letzter. Von, also 12 von 12 wurde ich noch nie und das will ich auch nie werden. Das ist traurig. Ganz traurig. Komm noch ein paar Positionen! Jo, jo, jo! 6. von 12. Passt. Oh, Cabanossi und Cabanossa sind die letzten beiden. Nicht doch nicht das schlechteste Bayer. Jo, jo, jo. Alles gut jetzt. Noch das 3. Rennen. Und zwar Käseland, auch eine neue Strecke. Wäre cool, wenn wir die bekommen. Dann hätten wir 3 DLC-Strecken gefahren. Das würde mich echt... Ja, ich find's cool. Das
bist du denn für einer oder eine Okashi? Aber der macht mir echt Angst, der Kerl. Ohne Scheiß. Ich würde mal sagen, das ist mein letztes Spiel. Dann ist der Part nämlich aus. Und ich nehme heute auch noch den Part auf. Ich habe vor gerade eben noch den Part aufgenommen, also das Tutorial. War ja ganz kurz nur. Wieso unterhalte ich mich mit dem Kerl? Wieso? Und das ist Ozzy Osbourne. Nein, schade. Ja, gut. Käseland hat viele gewählt. Wäre cool, wenn es langkommt, bitte. Ja, ein Part voller DLCs. Wunderbar. So soll es sein. Das Video vorher, also das, wo wir warten mussten, war ja eigentlich auch ein DLC. Also vom ersten DLC. Und zwar war das die Strecke Hyrule Piste und die war ja vom ersten DLC. Und jetzt fahren wir, sind wir eigentlich nur Strecken vom zweiten gefahren. Das ist eigentlich richtig geil. Ich mag die Strecke gerne. Obwohl ich nicht so der Beste auf der Strecke bin. Aber ich mag sie gerne. Also die Originalstrecke habe ich überhaupt nicht gemocht. Ich fand die total lame. Also die vom GBA fand ich richtig langweilig. Nein! Oh, zum Glück habe ich nicht meine. Ja, alle bekommen! Muss ich verarschen euch? Ich muss jetzt mir Abkürzung gönnen. Ich liebe die Abkürzung. Das ist super. Nein, nicht daneben. Oh. Wir sind zu 10. Ach komm. Wir können jetzt da durchfahren. Da durchfahren! Ja, naja, weiß nicht perfekt, aber eine Abkürzung haben wir geschafft. Und das ist schon mal gut. So. Hier kann man springen in den Käselöchern. Wow, knapp. Ja, den hat's getroffen. Wunder. Super gut. Wunderschön. Genial. Ach, da kann man auch fliegen. Lol, das wusste ich halt gar nicht. Aber wir sind Fünfter. Jetzt nicht mehr. Ach komm, was war das denn? Ich würde mir auch gerne mal irgendwie so ein Kugelvideo haben. Alter, was war das? Eine Banane war das so nicht, oder? Ja. Ja. Nicht so toll. So, wenn ich jetzt 3 Pilze habe, freue ich mich. Ja, nice. Jetzt ich denke, dass ich irgendwie cheate oder so. Das war Zufall. Man hat oft als 8. Platz Pilze. Nur für die, die es nicht wissen. Oh, war das knapp. Ohne Scheiß, 4. von 10. Absolut in Ordnung. Und ja, jetzt habe ich mal die neue Abkürzung auch noch genommen. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Und der Kruselige ist 2. und Ozzy Osbourne 1. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das von dem Part von Mario Kart 8 Online MKDO. Ich sage danke fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da. Jetzt gibt's eh nur keine DLC-Strecken. Nicht gut. Ja, ich will zurückkehren. Ciao, euer Zigafik. Tschüss.